Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cult of the Lamb, wo wir nach wie vor auf Anhängerjagd sind. Wir brauchen immer noch die 20 Anhänger. In der letzten Folge ist uns leider einer gestorben und einen haben wir schon geholt. Oh, volle Lebensenergie. Das heißt, wir benötigen immer noch einen Anhänger, aber den wird es hiernach im nächsten Raum angeben, also im nächsten großen Gebiet. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen Speedrun-mäßig auf dem Weg hier durch. Ich habe versucht, die beiden gleichzeitig zu erwischen mit dem Axtwurf, aber leider hat das nicht geklappt. Zwei Tarotkarten gleich. Zwei Geisterherzen. Und Flugangriffsschaden. So, dort will ich hin. Ja, und natürlich müssen wir ihn befreien. Au! Komm her, du kleiner Wicht. Gut, dich retten. Was gibt's hier noch? Kampfraum, Fragezeichen. Dann geht's zurück. Haben wir jetzt nur einen Anhänger bekommen? Das wäre ein bisschen unfair. Das werden wir ja aber gleich sehen, ob wir nur den einen bekommen haben. Nein, wir haben beide bekommen. Herr der Aller, gewinne 20 Anhänger. Dann würde ich sagen, ist das nun Zeit. Bevor mir hier irgendjemand stirbt. Befreien wir jenen, der wartet. Toll. Nämlich die göttlichen Panzerhandschuhe. Da ist er, unser Meister, welcher befreit werden will. Gefäß, ich entbinde dich von deinem Dienst für die Rote Krone. Bring sie zu mir und nimm das Ende an, das dich erwartet. Mit diesem letzten Opfer meines treuesten Anhängers werde ich befreit. Endlich werde ich frei sein. Komm näher, Gefäß, und lege dein Leben zu meinen Füßen. Und nun stehen wir vor der Entscheidung. Werden wir unser Schicksal annehmen und sterben? Oder werden wir uns weigern,
und die rote Krone für uns behalten. Und natürlich sind wir mächtiger als jeder andere. Du hast mich also betrogen, Lamm. Du hast dich von meiner Lehre abgewandt und dich selbst zu einem falschen Götzen gemacht. Diese Krone gehört nach göttlichem Recht mir. Denkst du wirklich, du könntest dich dem Tod widersetzen? Meister, gestatte es mir. Ich werde diesem Wicht eine Kostprobe deines Zorns geben. Wow. Ja, beschwert Anhänger. Wow. Komm mir hinterher. Ich werde mich um die Bestie kümmern, Meister. Ich werde die Krone von seinem Kopf schlagen. Wow. Hey. So einfach mache ich es euch nicht. Du glaubst, du hättest gewonnen. Du glaubst, du wärst in Sicherheit. Vergiss nicht, du gehörst mir. Sogar nachdem ich dich abgeschlachtet werde, wird dein Schmerz nicht enden. Du kannst mir nicht entkommen. Nicht einmal im Tod. Eine Fernkampffähigkeit wäre vielleicht ganz nett gewesen. Au. Aber wir machen gut Schaden durch die göttlichen Panzerhandschuhe. Nein! Oh, wir waren noch ein halbes Herz runter. Dürfen wir noch einen opfern? Nee. Na gut. Jetzt hat die Frage, brauchen wir jedes Mal wieder 20 Anhänger, um da durchzukommen? Wir haben noch 20, das ist gut. Jetzt hat die Frage, ist das Portal jetzt offen? Nein, wir müssen also jedes Mal wieder... Jedes Mal müssen wir wieder das Ritual sozusagen durchführen. Ah, wir bekommen aber andere Waffen. Lebenskraft erhalten ist gut. Und Unverwundbarkeit für 2 Sekunden. Na okay, die Entscheidung steht jetzt fest.
Das war doch schon mal ein guter erster Kampf. Nicht wegporten. Ja, komm. Jetzt machen wir dich platt. Daneben. Hör auf, dich wegzuporten, du Feigling. Komm her! Dachtest du, ich wäre besiegt? Dachtest du, das wäre alles, was ein Wesen wie mich ausmacht? Warst du etwa der Ansicht, über einem Gott zu stehen? Oh. Und du willst ein Gott sein? Du bist eine Hautgeburt der Hölle. Du bist verdorben, falsches Idol. Deine Verderbnis hat sich ohne Zweifel ausgebreitet. Nein, meine Anhänger. Langsam wird's eng. Ich hab schon wieder nur ein halbes Herz. Oh, Herz. Au. Okay. Der Kampf ist schwer. Ich weiß nicht, welche Waffe gegen ihn von Nutzen wäre. Ich weiß auch nicht, ob das hier was bringen würde. Wir haben auf jeden Fall nur ein normales Fließ, wenn wir ihm gegenüberstehen. So viel steht schon mal fest. Ich glaube zwar, das wird nicht springen.
probieren das jetzt einfach nochmal. Ah, hier bei das Portal haben wir schon nur noch das normale Fies an. Es ändert sich da schon mal nichts. Man kommt nicht drum rum. Ja, wir hätten das normale Ende wählen können, wo wir sterben. Mit einer schwachen Scheiß. Geister wissen lassen bringt mir jetzt später nicht wirklich viel. Ja, das kommt ran. Au! Ey! Das geht schon mal nicht so gut. Ja, hau mir halt noch mehr rein. Ja, ich habe an Stärke gewonnen. Na, stimmt. Ich habe ja nur Ihr Schuss zur Verfügung. Meine Güte, ey. Der macht mich jetzt schon in der ersten Phase hier platt. Mann, du sollst nicht auf die schießen. Wie soll ich die zweite Phase jetzt überstehen? Ich habe so schon extrem viel Schaden genommen. Kann ich das nicht überspringen? Ja, ich könnte die Folge beenden. Ich frage mich, was das bringen würde, wenn ich jetzt Nee, ich kann nicht weniger Anhänger haben. Dann komme ich nicht mehr in seinen Kampf.
Ah, da ist die Arena vorbei. Ah, da bin ich eingerollt. Na gut. Dann würde ich mich an der Stelle einfach mal fürs Zuschauen bedanken. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.